Hallo, liebe Kinder und Freunde der Maskengeschichte. Heute fliegen wir nach Oman. Oman ist ein Land im Südwesten Asiens auf der südöstlichen arabischen Halbinsel. Die offizielle Religion im Oman ist der Islam und die offizielle Sprache ist Arabisch. Das Staatsoberhaupt ist ein Sultan mit absoluten Befugnissen und darf alles im Land bestimmen. Die omanische Wirtschaft ist eine Ölwirtschaft. In den Jahrzehnten nach dem Start des Ölunternehmens wurden die staatlichen Einnahmen in die Infrastruktur investiert. Das heißt, neue Straßen wurden gebaut, Schulen, Krankenhäuser, Kraftwerke zur Stromerzeugung und Wassertransportinfrastruktur errichtet. Diese Entwicklung hat Oman zu einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte auf der ganzen Welt gemacht. Eine Batola oder Batula ist eine traditionelle Maske, die normalerweise von Beduinenfrauen getragen wird. Ursprünglich als Schutz vor dem rauen Wüstenklima getragen, um heißen Sand und Staub von Nase und Mund fernzuhalten, dient die Batola auch als Kleidungsstück der Bescheidenheit und wird von jungen Frauen vor der Heirat als Zeichen des Erwachsenwerdens getragen. Die Batola kann in verschiedenen Formen und Farben für verschiedene Anlässe gestaltet werden. Heute tragen die meisten jungen Mädchen die Gesichtsmaske für besondere Anlässe. Nur die ältere Generation ist die einzige, die es noch täglich trägt. Und jetzt zu unserer Kreativecke. Wir brauchen Stückstoff in der Größe von ca. 25 x 10 cm, Tacker, Lineal, Schere, Radiergummi, den Bleistift, Kleber, Stoffmalfarbe, Pailletten, Perlen, Strass oder Schmuckstein. Und eine Schnur. Wir beginnen mit dem besten Teil des Ganzen, und zwar der Gestaltung eurer Maske. Hier gibt es wieder keine genauen Vorgaben. Tobt euch aus. Wenn ihr mit der Dekoration fertig seid, faltet ihr die Maske in der Mitte zusammen und tackert dann in der Mitte mit einem Abstand von ca. 2 cm zwei Tackernadeln fest. So dass dann, wenn ihr eure Maske aufhaltet, ein Bogen zwischen den Augen entsteht. An diesem Bogen entlang schneidet ihr jeweils ein Rechteck für die Augen aus. Achtet hier darauf, dass ihr direkt am Bogen entlang anfangt. Zum Schluss locht ihr oder schneidet an den Enden der Maske zwei kleine Löcher aus. Dort fädelt ihr jeweils eine Schnur durch, um dann eure Maske am Kopf zu befestigen. Wir freuen uns auf die nächste Reise. Euer Schülerclub aus Berlin im Schöneweide.